Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Moonlighter. So, wir gehen wieder in den Dungeon. So, und sammeln wieder alles, was wir finden können. So, ich hoffe nur, dass wir dann sehr bald schon unsere Rüstung aufwerten können. Ich fürchte, da werde ich noch einmal sogar in den Golem-Dungeon müssen, um die fehlenden Materialien zusammenzukratzen. Aber ja, das kriegen wir schon hin. Wir haben auch wieder ein schönes Sümmchen verdient, fast 70.000 Goldmünzen wieder. Ja, davon kann man schon gut leben. Ja. Die Musik ist so toll. So, den haben wir souverän erledigt. Dem ist nichts hinzuzufügen. Auch den Kreiselpilz da, den komischen, haben wir super umgehauen. So, was haben wir denn da drin? Uraltes Holz. Das ist gut, das brauchen wir nämlich. Und Dünger. So. Uraltes Holz. Holz, das viele Jahre in und um gewisse Elemente herum gelegen hat. Und so versteinert wurde. Sehr gut, da brauchen wir gleich 5 Stück oder so, ne? Da, 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 da. Da. Na, ein Stück noch. Das war jetzt 1 Millimeter. Aber jetzt. Super. Was haben wir bekommen? Achso, das war wieder dieser magische Pilz. So, bitte sei nicht buggy. Brav. So, wir haben konservierte Wurzel bekommen und noch mehr Dünger. In dem Buschen. Busch. Im Busch ist nichts versteckt. So. Mehr Muster und Geheimnisse. Hast du es je zur dritten Ebene geschafft und dich dort überladen gefühlt? Zu viel Kram im Rucksack? Zu viele Schätze? Sicher willst du jetzt nicht aufhören. Das kannst du gar nicht. Dann habe ich genau das Richtige für dich. Irgendwo auf der dritten Ebene zwischen Ende und Anfang liegt es versteckt. Wobei mit Ende diese massive Kreatur tief im Dungeon gemeint ist. Das Ende des Dungeons ist also vermutlich auch dein Ende. Zwischen diesen beiden Punkten mag dir ein Funkeln ins Auge fallen, etwas Schimmerndes hinter einer Kluft von unendlicher Finsternis. Wenn du mutig bist, dann spring. Finde heraus, was dort unten ist. Ja, und wenn wir Glück haben, gibt es dort diese eine Truhe, die unser Zeugs nach Hause bringt. Das brauchen wir noch nicht. Dam, dam, tschu, tschu. Dam, dam, tschu, tschu. Hoppala. Autsch. Da hat sie dahin gerannt. Du bist Viech, du Drecker, das geh endlich sterben. La, 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 da, dam, dam. Das ist ja unglaublich. Da, da, da. Die, au! Unglaublich. Da könnte ich echt so einen Trank gebrauchen, der mir gegen Gift hilft. Echt. Das ist wirklich unglaublich. Na, ich will das mitnehmen. Mann, ey, hör auf zu lecken. Was hilft's? Ich muss das so machen. Nächste Ebene. Da will ich noch nicht hin. Jetzt können wir uns ein Bad gönnen. Bist du narrisch. Hui, so. Also, was haben wir denn da Schönes? Es ist uns noch nicht gelungen, denjenigen zu fassen, der vor so vielen Jahren und bla bla bla. Das kennen wir schon. La 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 la. So, da sind wir am Eingang. Wir schauen uns sofort den nächsten Raum an. Zack, zack. Das war wohl ein größeres Viecherlein. Was ist denn das da für ein Dungeon da oben? Ist das jetzt ein Golem-Dungeon oder ist das wieder was Neues? Schauen wir es uns mal an, oder? Okay, es ist eine Wüste, es ist scheinbar. Boah, die Gänger haben es aber auch ganz schön in sich.
Okay, Lava. Alter. Alter, ich will das haben. Na, bitte nicht verschwinden. Wow, Glück gehabt. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Passt. Jö, was ist denn das jetzt alles gewesen? So, was haben wir denn da? Magischer Kern. Okay, das ist für den dritten Dungeon dann schon. Ah, ich habe es nicht lesen können. Warte, scroll rauf nochmal. So. Ein Gerät, das sich in der Mitte von Wüstengolems befindet, ähnelt denen, die in den lebenden Statuen im Golem Dungeon gefunden werden können. Aha. Brennender Staub. Hochentzündlicher Staub. Eignet sich vorzüglich, um Feuer neu zu entfachen. Ich sollte meine Reserven im Ofen überprüfen. Okay. Und was ist das? Feuerfester Stoff. Hm, cool. Ein Stoff, der sich einfach weigert zu brennen und gibt oft kleinere Sandsäulen. Vielleicht schützt er den Sand vor zu hohen Temperaturen. Magnetit. Ein Mineral, das zum Magnetisierung anderer Materialien verwendet wird. Wüstenstahlplatte. Ein widerstandsfähiges Material, das flexibel wird, wenn ein Magnetfluss hindurchfließt. Ein Schmied würde sicher gerne damit experimentieren. Okay. Noch irgendwas? Glaub nicht, ne? Wow, was bist denn du? Achso, das ist wieder dieser Ranken herumwirbel schlingel da. So, danke, danke. Okay, wir müssen da wieder zurück. Da. Kann man die da auch kaputt machen? Zack, zack, zack. Zack. Zack, zack, zack. Sehr gut. Dam, dam, dam. Dam, dam. Zack, 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 zack. Was hat mich jetzt eigentlich getroffen? Außer der Schlag. Zack, zack, zack. Zack, zack, für mich. Dankeschön. Da sind wir schon wieder fertig. Ich schau mal da runter. Oh, da ist was. Oi, und wir können schon wieder abhauen. Oh, das Buch nehmen wir mit. Ja, Waldgeschichte. Und tschüss. Es war uns ein Volksfest. Ciao. Ich hätte dann schon weg, also die Abteilung vielleicht noch wechseln können, aber nein, ist schon gut so, wie es ist. So, nix hier weg. Schön lagern alles und dann wieder von vorn. Bam, ba, ra, dam, dam, da, da, dam, da, dam. So. Ra, ba, ra, da, dam, dam, dam. Also. Schmeiß rein, 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 rein. Schmeiß, 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 schmeiß. Kann man eigentlich irgendwo sehen? Auftragsmäßig? Also unsere Aufträge, wollte ich sagen. Kann man das sehen? Kann ich das nachschauen, was wir Auftrag haben? Händler. Wunschliste. Hier, da kann man es tatsächlich im Kalender. Also, 5-mal alte Knolle und 5-mal uraltes Holz. Die Knolle haben wir, glaube ich, noch nicht, aber das uralte Holz. Oh, da haben wir erst 3 Stück. Okay, altes Holz. Und wo ist die alte Knolle? Die habe ich verkauft, ne, weil ich schlau bin, oder? Oder? Ich sehe sie gerade nicht. Ach, na, da ist sie. 1 Stück. Okay, da müssen wir jetzt sehr oft in den Wald tanschen, damit sich das jetzt überhaupt noch ausgeht. Das heißt, wir marschieren gleich nochmal los. Bam, bam. Was steht hier eigentlich gelesen? Dungeons. Le Marchand. Ja, schön. Dungeons. Okay.
Der Schmied hat was für uns. Rufzeichen, ja bitte. Na, auf der Suche nach einer neuen Ausrüstung, Lena. Ach so. Okay, weil wir schon unter Anführungszeichen den nächsten Dungeon kennengelernt haben, gibt es ja schon Möglichkeiten, seine Sachen zu verbessern. Okay, nichts noch für uns. Gut, wir gehen weiter. So, einmal, ich will da rein, bitte. Dankeschön. So. Hallo. So. Da musste ich mal husten. So, opala. Das falsche Werkzeug. Die falsche Waffe. So. Zack, 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 zack. Immer feste drauf. Schön damals. Da können wir jetzt da in Zukunft unseren besseren Trank super brauen. Er hat noch nicht wieder was. So, einmal noch. Jetzt haben wir. Und schwupp. Was haben wir denn dort? Ah, das sind viele Gegner dann, ne? Das passt dir gut. Wir haben mit Tränke noch ein paar. Ui! So, den haben wir auch. Hoppala. Wow. Okay. Halt, Schleim. Böse Schleim. Alter. Böser Schleim. So, das hätten wir auch. Okay. Der ist auch erledigt. Gut. Ist eigentlich nur mehr der da. Und zack. Sehr gut. War das, was ist das eigentlich für ein Holz? Magisches Holz. Hatten wir das schon? Holz, das jahrelang... Ja, ja. Aber hier, Klingenblätter. Die hatten wir. Scharfe Blätter, die von einigen nervigen Gegnern als Projektile verwendet werden. Das hatten wir noch nicht. Super. Mal schauen. Bitte sei nicht buggy. Zack. Yeah. Was haben wir hier? Modifizierter Samen. Genau. Und das ist aber neu, oder? Stroh. Na, lol. Ein schlichter Strohballen. Nichts Besonderes. Scheint von einer korrosiven. So. Scheint von einer korrosiven Flüssigkeit durchtränkt zu sein. Vielleicht zur Isolierung. Damit es halt abbrennt. Schön. Und wir klettern nach oben. Da, 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 du, du, du. Musik ist toll. So. La, 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 und kaputt. Zack, bumm, hin ist er. Ich könnte bitte so ein Holz brauchen. Bitte. Kein magisches Holz, sondern das andere. Oh, da waren. Da. Zack. Und da kann ich noch einen Boschen. Was bist du? Achso, diese Schwammel schon wieder, ne? So, der hat natürlich nichts. Ist eh klar. Ups. So. Ich sollte bei passender Gelegenheit. Au, 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 au. Alter, alter, alter. Jawohl. Das war sehr gut. Sehr gut. Bitte sei nicht buggy. Wir haben hier Nährboden. Aha. Ein offizieller und effektiver und vor allem effizienter Dünger, der bei korrektem Transport stärkere Pflanzen hervorbringen kann. Okay. Bei korrektem Transport? Bei korrekter Verwendung, oder? Egal. So, und Dünger, Dünger. So. Tschak, tschak. Dam, da, dam, tschak, tschak. Kann man da was Neues lesen? Ne. Me. Lesen. Es gab vor kurzem eine Entdeckung, die alles verändern wird.
Rätselhafte Anhänger wurden in Dungeons getun. Ich habe neulich selbst einen gefunden, höchst faszinierend. Anstatt umzukippen und etliche seiner Gegenstände zu verlieren, fügt man Gold in den Anhänger ein, um den Dungeon zu verlassen. Schnurstracks bringt ein Portal den Benutzer zurück in die Stadt. Endlich muss man Leib und Leben im Dungeon nicht mehr riskieren. Unter den etwas robusteren Abenteurern, auch Helden genannt, scheinen diese Anhänger verpönt zu sein. Diese Leute haben eine eigene Sicht der Dinge. Was ist ein Besuch im Dungeon ohne eine fette Narbe als Souvenir? Ja, danke. Schön. Wir wollen aber schön bleiben, damit auch die Damen den Reiz unseres Händlers hier nicht verschmieden. Zack, zack, zack. Weggesammelt. Na, jetzt. Fast, aber doch. Ups, da. Ah, nichts erwischt, nichts erwischt. Mistviech. So. Ja, ein Planschbecken. Aber ich brauche da mal keins. Es ist uns noch nicht gelungen, denjenigen zu fassen, der immer wieder dieselben Zeilen hier schreibt und liegen lässt. Ja. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Das war gut. Bitte sei nicht wacky. Ich brauche noch so viel Zeug. Bei der Rückkehr wird dieser Gegenstand zerstört. Mit Sicherheit nicht. So. Zack, was haben wir hier? Flucheffekt wird blockiert. Das wäre schön. Das wäre schön. Dann machen wir so einmal. Vielleicht hilft ja was. Das wäre fatal schön. La, la, la. So, schön. Wir sind voll wie ein Christbaum. 4000 müssen wir schon zahlen, wenn wir da mal raus wollen. Das ist ja schon eine sauteure Geschichte, ne? Muss man schon mal sagen, da, hey. Aber es hilft nichts. Ich brauche Materialien. Wir müssen in den sauren Apfel beißen. Ich brauche Zeugs. Wir haben nicht mehr viel Zeit dafür. Wir teleportieren uns weg. Wir teleportieren uns weg und kommen bald zurück und holen uns noch mehr Glumpert. Ja, ja, ja. Das machen wir so. Tralililala. So. Es ist eh finster, das passt super. Schnell ausleeren. So. Servus. Also, zack, 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 zack. Raus mit dem ganzen Zeug. Weil von den Items, die wir brauchen, haben wir jetzt, glaube ich, heute nichts bekommen. Das ist nicht so toll. Uraltes Holz nicht und alte Knolle schon gar nicht. Das wäre schlecht, wenn wir die nicht kriegen. So, und Abmarsch. Zurück in den Dungeon. Wenn es sein muss, müssen wir auch die nächste Ebene machen. Dankeschön. So, nächster. Was? Schon besser. Immer dieser Speer, ne? Komm her, Item. Zack, zack, zack. Zwei Büsche, oh wie schön. Die brauche ich eigentlich nicht. So, da drüben waren wir gleich noch nicht. Servus. Grüß dich. Ja, würdest du jetzt eingehen? Ist ja unglaublich. So. Bitte drop was Gescheites. Wieder den Nährboden und Dünger. Meh. Zack, zack. Das wird ein bisschen knapp mit der Bestellung. Zack, zack, zack.
Aber nur ein bisschen. War hier noch was drunter? Ja. Oi, ein Buch schon wieder. Aber wir wissen, glaube ich... Woher habe ich denn hin müssen? Ich glaube, zurück rüber, ne? Werden wir schon finden, hoffe ich. So, dann nehmen wir es mit. Tschüssi. Würdest du raufgehen? Und glaube ich. So, ich glaube, das war da drüben, ne? Was ich dumm Jan wieder nicht bedacht habe, ist, dass ja die Gegner wieder gespawnt sind. Was einerseits super ist, aber andererseits, wenn dich so ein grünes Schleimviech verfolgt, durchaus nervig sein kann. War das hier irgendwo? Ich glaube hier hoch oder rüber. Egal, ich bin da sowieso falsch. Ich glaube, ich bin hier prinzipiell falsch. So, gib her dein Item. Gib her! Ich glaube, da war ich verkehrt. Da ist wieder was anderes, ne? Ja. Ich habe es vergessen, wo der Dungeon-Dings war zum Wechseln. Ich Idiotin. Naja, zur Not muss ich halt den Dungeon verlassen. So. Frage, wann der hier auftaucht, ne? Das hatte ich befürchtet, dass ich den begegnen werde da. Ich hoffe, ich bin da mal richtig jetzt, Herrschaftszeiten. Komm her, lass dich töten, Viech. Gib mir deine Sachen. Er ist schon da wieder, jawohl. Das war doch irgendwo, oder? Fährt deine Sachen. Schnell weiter. Bin ich hier komplett verkehrt? Das gibt's ja nicht, oder? Habe ich mich so grob vertan? Ich habe mich, glaube ich, richtig grob vertan. Ja, habe ich. Hab mich total vertan. Ich glaube, ich hätte da hinten drüben echt runter müssen. Das war alles Absicht, natürlich. Ich glaube, ich hätte echt nur da runter brauchen. Ich Idiot. Ich bin so schlau. Aber ich habe das Monster scheinbar aufgehalten. Kann das sein? Lustig. War das doch da unten? Scheißdreck. Ja, natürlich. Hier. War alles absichtlich, damit wir Sachen mitnehmen können. Übrigens, ja. Mhm. Entschuldigung. So. Wir haben noch Platz. Das wollte ich gerade nachschauen. Oh, die haben schon ordentlich. Ordentlich Schmalz. Alter. Wow. Okay. Ein komisches Viech, echt unglaublich. Ich soll mal was trinken und vor allem, habe ich was mit? Ich habe nichts mit. Mhm. Das wird knapp. Wahrscheinlich habe ich gedacht, ich Depp, ich krieg da eh noch was. Ganz bestimmt sogar. So, zack, zack. Ich will doch nur Dingens haben. Dieses Holz. Der will ja eigentlich gar nicht. Alter. Du Viech gehst mir auf den Keks. Aber ganz gewaltig, sage ich ganz ehrlich. Und du auch. So. Zack, zack, zack. Erledigt. Könntet ihr vielleicht bitte mal dieses Holz droppen? Das ist unglaublich. Zerstört bei Rückkehr einen Gegenstand. Das lassen wir aber nicht zu. So.
bin gerade am Überlegen, ob wir abhauen sollten. Weil wir schon wieder ziemlich voll sind. Also wieder abhauen und herkommen halt, ne? Ich glaube, das machen wir. So. 6000. Jesus und Maria. Boah, ist das teuer. Boah, das will ich eigentlich gar nicht mehr zahlen. Das ist echt heftig. Aber ich brauche halt dieses Holz, ne? Boah, Holz und Knolle, das wäre super. Aber das droppt scheinbar sehr schlecht. Den Auftrag hätte ich vielleicht nicht annehmen sollen. Ja. Das wird mir teuer zu stehen. Zu stehen kommen. Dra, dra. So. Wahrscheinlich muss ich dann dieses Item in der Tasche haben, kann ich mir vorstellen. Jetzt muss ich schauen, wie viel Zeit wir noch haben. Oh je. Gar keine Zeit mehr. Morgen muss ich es haben. Das ist das letzte Mal, dass wir in den Dungeon gehen können. Oh oh. Nix gut. Dann geben wir unser Bestes. Wird schon werden. Ich habe die Tränke vergessen. Das wird nichts mehr mit dem Besten. Das wird, glaube ich, jetzt böse enden. Wieso habe ich das jetzt schon wieder ausgelöst? Ich will dieses Ding nicht. Ist ein Speer. Alter. Treffen 0. So, haben wir es jetzt? Passt. So. Dann zum nächsten. So, der hatte nichts mehr. Der hatte ein bisschen was, aber leider nicht das, was ich gerne hätte. Halt, da könnten wir vielleicht noch was mitnehmen. Na. Da drüben ist ein Skelett. Hätte ich fast übersehen. Na, Freund? Da kann man was lesen, okay. Dieser Wald mit seinen bunten Farben macht einen friedlichen Eindruck. Aber du darfst nicht nachlässig werden. Diese Bäume und Büsche könnten in der nächsten Sekunde zu den Mauern deines Grabes werden. Danke. Das ist sehr beruhigend. Danke. Da-dam, da-dam, da-dam. Hoppala. Bin versteckt. Erstmal fertig. Puh. Uah. So, der ist auch fertig. Der galoppiert hier noch durch die Gegend. Passt, der ist auch fertig. Aber nach wie vor kein Zweig. Das ist ein bisschen ärgerlich. Also kein Holz halt, ne? Ah, da ist noch einer. Du Gratler. So. Passt. Bitte sei nicht buggy. Und wieder kein Holz. Oh Mann, stattdessen Stroh und dieser Topf. Flucheffekt wird blockiert. Soll ich mir vielleicht noch... Das wollte ich nicht. Alter, diese... Boah, ey. Ich wollte es gerade so in die Ecke stellen, damit nichts passiert. Arschloch. Alter. Mann, ey. Ich habe nichts mehr zum Saufen. Ich muss dann hier dringend raus. Ich glaube, ich habe kein Glück. Ja, ich habe kein Glück.
Das war schlecht. Das war sehr schlecht. Das war sehr schlecht. Ich habe halt nichts mehr zum Saufen mitgenommen, ich blöde Kuh. Und der Part ist auch zu Ende. Gut, dann kämpfen wir uns im nächsten Part hier weiter durch. Ihr Lieben, das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr dieses Desaster hier seht. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.